So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten Tipp, nämlich wie schleichen wir eigentlich einen Faller in Valheim? Ich habe nämlich auch, ganz ehrlich, bin einfach hingegangen, bin in Einstellungen gegangen, Tastenbelegung und habe hier Schleichen gesucht. Hab's aber einfach nicht gefunden. Und wo ist Schleichen? Hier. Bei Kauern. Kauern ist Schleichen. Wie machen wir das Ganze? Richtig, mit der ganz normalen STRG-Taste, aber die linke. Die befindet sich auf der Tastatur ganz links unten. Ist auch ziemlich wichtig, gerade am Anfang, wenn man noch keinen Bogen hat. Ah, jetzt kommt genau der perfekte Moment. Kriegen wir es? Nämlich, aber achtet drauf beim Schleichen, ihr verbraucht Ausdauer beim Schleichen. Was bedeutet das? Richtig, sobald die Ausdauer weg ist, seid ihr aus dem Schleichmodus raus. Also für alle die jetzt noch nicht wussten, wie man schleicht in Valheim, einfach die linke STRG-Taste. Wenn ihr auf die Tastatur guckt, wir haben einmal eine linke und eine rechte. Einmal ist sie ganz unten links, einmal unten rechts. Und da ist aber die linke gemeint. Wir pirschen uns dann jetzt mal ganz langsam an, wie man sieht. Der Hirsch sieht uns nicht. Ihr wisst selber, Hirsche rennen eigentlich weg. Aber in dem Fall nicht. Ist sogar ein plus 2. Aber das wird natürlich ein bisschen schwer werden, weil wir haben noch ein bisschen zu wenig Kraft. Also den werden wir vielleicht einen Schlag verpassen können. Das war's. Also ganz kurz nochmal. STRG unten links. Und wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Gerne auch ein Abo da lassen. Es werden noch weitere Tutorials kommen. Die einfachsten Dinge, weil in dem Spiel wird ziemlich wenig erklärt. Man muss eigentlich alles selber rausfinden. Aber ich denke mal, das bekommen wir schon zusammen hin. Also wie gesagt, gern Follow da lassen, gern ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Vielleicht sieht man sich im Livestream. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Und in dem Sinne, haut rein.